Yo, Freunde, was geht ab? Heute werde ich mal wieder richtig schön rubbeln. Natürlich nur Rubbellose, sonst nichts anderes. Ich habe heute für euch tschechische Rubbellose hier am Start. Habe ich noch nie in meinem Leben aufgerubbelt, wird mal was ganz Neues. Außerdem sind es auch noch spezielle Rubbellose und zwar sind da ein paar Osterlose dabei. Die gibt es nur im Zeitraum Ostern. Kurz zum Verständnis, in Tschechien gibt es eine andere Währung als Euro und zwar tschechische Kronen. So sieht hier beispielsweise ein 100-Kronenschein aus und der Umrechnungskurs, der ist aktuell so bei 1 Euro sind 23,50 Kronen. Das bedeutet, wenn dieses Los hier beispielsweise 20 Kronen gekostet hat, dann ist das nicht mal 1 Euro. Insgesamt habe ich Lose für 2010 Kronen gekostet, umgerechnet sind das 85 Euro. Ich bin so gespannt, wie es heute laufen wird. Noch ein kurzer Warnhinweis, ich kann euch auf gar keinen Fall empfehlen zu rubbeln, weil in 99,9% der Fälle geht man gefühlt leer aus. Beziehungsweise nicht ganz leer, sondern ist halt im Minus. Falls ihr euch fragt, ja, wieso ist der denn dann so dumm und rubbelt trotzdem noch? Ich habe so einen kleinen Lebenstraum. Ich weiß nicht, wieso ich den habe, aber ich möchte einmal in meinem Leben einen seltenen, großen Gewinn gewinnen mit Rubbellosen. Keine Ahnung warum, aber ich möchte das einfach und ich werde so lange weiter rubbeln, bis ich das geschafft habe. Gut, Freunde, hätten wir das geklärt. Lasst noch einen Daumen hoch da, wenn ihr noch mehr Rubbellose sehen wollt. Ich setze mich an den Tisch und wir fangen an mit den allerersten drei 20-Kronen-Losen. Designtechnisch finde ich, sieht das Rubbellos schon mal sehr gelungen aus. Ansonsten bis zu 200.000 Kronen kann man da, glaube ich, gewinnen. Was wir brauchen, sind drei gleiche Beträge oder zwei gleiche Beträge und ein Kleeblatt. Okay, rubbeln werde ich hier heute mit dieser wundervollen Tor 1 Unze Silber. Ich würde sagen, ich fange an und mal gucken, was wir da finden werden. Als allererstes haben wir, oh, wir haben Kleeblatt. Ich glaube, das wird ein Gewinn. Ich glaube, das wird sowas von ein Gewinn. Bestimmt werden das hier 20 Kronen sein. Ah, es ist auch noch so, wenn man zweimal den gleichen Betrag und ein Kleeblatt hat, dann gewinnt man den Betrag doppelt. Das bedeutet, wir müssten jetzt hier 40 Kronen sein. Jawohl, erstes 40 Kronen haben, meine ich. Jawohl, erstes Los, direkt ein Gewinn. So kann es gerne meiner Meinung nach weitergehen. Rubbeln wir das zweite Los frei. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das ist eine Niete. Übrigens, beim letzten Rubbellos-Teil habe ich den ein oder anderen Gewinn übersehen. Ihr habt mir das in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich kann euch auch sagen, was das war, was ich übersehen hatte. Das waren irgendwie 4 und 5 Euro, also insgesamt 9 Euro, die ich übersehen hatte und das hier ist auch eine Niete. Das bedeutet, die ersten drei Lose haben wir durch. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten. Das hier ist so ein Rentnerlos. Da kann man eine Rente gewinnen von 50.000 Kronen monatlich für 5 Jahre, also ungefähr so 2.000 Euro. Was wir dafür haben müssen, ist dreimal das R-Symbol. R steht für Rente und ansonsten haben wir hier oben ganz normal, wie bei den deutschen Losen auch, unsere drei Gewinnzahlen und die müssen wir halt unter wiederfinden. Wir haben hier zum einen die 13, dann die 49 und die 14. Das sind unsere Gewinnzahlen. Ich würde sagen, ich rubbel auf und dann gucken wir mal, ob wir was davon mit dabei haben werden. Wir haben hier einmal die 4. Wisst ihr, was ich so voll komisch finde und woran ich mich bis heute noch nicht gewöhnt habe, ist, wenn man so in Deutschland einkaufen geht und man bezahlt in Euro, das sind halt immer so niedrige Beträge. Beispielsweise bezahlt man jetzt für eine Packung Milch irgendwie 1,39 Euro und wenn man hier eine Packung Milch kaufen möchte, dann muss man einfach hier 25 Kronen oder so bezahlen. Das sind einfach so große Zahlen und ich finde das irgendwie komisch, dass man für so kleine Sachen so große Summen hinlegen muss. Haben wir hier einen Gewinn oder haben wir hier keinen Gewinn? Wir haben auf jeden Fall kein R für Rente. Das bedeutet, wir bekommen schon mal keine Rente. Und ansonsten sieht mir das hier auch ganz stark nach einer Niete aus. Ach ja, und übrigens hat hier das Rentner-Rubbellos 50 Kronen gekostet. Das nächste Rubbellos hat auch 50 Kronen gekostet. Also etwas mehr als 2 Euro. Ist ein Osterlos. Hier haben wir einmal ein Bonusspiel. Wir können dieses Ei hier aufrubbeln und wenn wir da eine Blume haben, gewinnen wir 200 Kronen. Das sind so knapp 8 Euro und Alter, das ist ein Nedermann, das ist ein Kleeblatt ist das. Ich dachte, das wäre schon eine Blume, aber ein Kleeblatt ist auch eine Blume, oder? Cool, wir haben hier sogar drei Symbole, alles klar. Und hier drin müssen wir drei gleiche Beträge haben oder zwei gleiche Beträge und ein Ei. Ich bin gespannt,
Ich rubbel mal los. Mal gucken, was wir hier dabei haben werden. Hier kann man übrigens bis zu 500.000 Kronen gewinnen. Das sind knapp 20.000 Euro. Ist auf jeden Fall schon heftig. Aber wie es aussieht, haben wir hier eine wunderschöne Niete. Oh, schade, schade. Alter, wie viel kann man hier denn aufrubbeln? Gibt es hier noch eine Gewinner, noch eine Zahl oder war es das schon? Nee, das war es schon. Heftig. Okay. Alter, wie viel man aufrubbeln kann. Aber es sind insgesamt nur 5 Zahlen mit dabei. Machen wir hier direkt weiter mit den nächsten 50 Kronen los. Hier kann man bis zu 100.000 Kronen gewinnen und das sogar 100 Mal, wie es aussieht. Hier haben wir ein kleines Bonusspiel und zwar müssen wir das erste Ohr und das zweite Ohr freirubbeln. Und wenn wir da so ein Smiley haben, oh, wir haben ein Smiley. Genau den brauchen wir. Schaut euch das an. Geil, Mann. Dann haben wir beim Bonusspiel schon was gewonnen und der Gewinn, der steht dann, so wie ich das verstanden habe, auf der Zunge. Ich habe das gerade eben nämlich mit dem Google-Übersetzer übersetzt und wow, cool. Wir haben hier schon mal 50 Kronen. Das ist nicht schlecht. Da ist auf jeden Fall der Einsatz wieder raus und ansonsten müssen wir so ein Smiley hier unten da drin haben und dann gewinnen wir den darunter stehenden Betrag. Mal gucken, ob ich ein Smiley hier finden kann. Wir haben hier einen Stern, der aussieht wie ein Seestern, ein Auto. Was ist das denn? Ein Haus? Oh, wir haben noch ein Smiley. Nochmal 50 Kronen. Das bedeutet, das sind 100 Kronen. Knapp 4 Euro. Alter, geil, Mann. Läuft doch gar nicht so schlecht heute, oder was meint ihr? Vielleicht ist ja noch ein Smiley mit dabei. Ah, eine Perle. Und kein Smiley mehr. Naja, nichtsdestotrotz, 100 Kronen. Dieses Los hat sich gelohnt. Die nächsten Lose sind auch 50 Kronen Lose. Habe ich hier dreimal. Ist irgend so ein Fisch. Bis zu 1 Million Kronen kann man da gewinnen. Knapp 40.000 Euro. Ansonsten hat man hier seine Gewinnzahlen. Und man hat auch ein paar Bonussymbole wie das Auto, eine Palme und ein Fisch. Was man da gewinnt, keine Ahnung. Das werde ich mir anschauen, wenn ich ein Bonussymbol finden sollte. Aber ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Fangen wir hier mal an mit den Gewinnzahlen. 7, 17 und 15. Und dann rubbel ich mal wie ein Weltmeister und mal gucken, ob wir eine der Zahlen da mit dabei haben. In der ersten Reihe sieht es schon mal überhaupt nicht gut aus. In der zweiten Reihe sieht es, wie es aussieht, auch nicht überhaupt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wow, wir haben ein Auto. Laber doch nicht. Laber doch nicht. Was bedeutet das Auto? Ey, unter dem Auto stehen einfach 500.000 Kronen. Ey, 500.000 Kronen wären 20.000. Alter, wenn ich das jetzt gewonnen habe, ne? Wenn ich das jetzt gewonnen habe, dann was bedeutet das Auto? Ich muss mir das erstmal durchlesen, Freunde. Ah, okay, Fehlalarm. Ich habe das gerade übersetzt und es ist so, wenn man dreimal das Auto findet, dann gewinnt man einen Gutschein für ein Auto im Wert von 500.000 Kronen. Oh, okay, alles klar. Ja, da habe ich mich schon ein bisschen gefreut, ganz ehrlich. Machen wir einfach weiter mit dem nächsten. Hier sind unsere Gewinnerzahlen 45, 1 und 28. Let's go! Mal gucken, ob wir irgendwas davon dabei haben werden. Wir haben hier die 40, wir haben die 6, wir haben die 30, 32 und die 4. Erste Reihe ist auf jeden Fall schon mal nichts. Die zweite Reihe ist ein Auto. Okay, man findet das Auto wohl doch ziemlich häufig. Dann haben wir 27, 44, 16 und die 18. Nichts mit dabei. Zweite Reihe 39, ein Fisch. Ey, beim Fisch gewinnt man auch wirklich was. Beim Fisch gewinnt man nämlich den darunter stehenden Betrag. Das sind hier schon mal 50 Kronen. Okay, das ist gar nicht mal so übel. Ist auf jeden Fall besser als nichts. Ansonsten noch ein Fisch, Alter. Nochmal 50 Kronen. Alter, das läuft echt gar nicht so übel. Krass, Mann. Also das sind 100 Kronen wieder. Ey, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Geil, Mann. Zwei Fische, nicht schlecht. Machen wir hier direkt weiter mit dem letzten Fisch los. Unsere Gewinnerzahlen sind hier die 25, die 32 und die 39. 16, 5, 7, 45 und die 18 haben wir in der allerersten Reihe. Leider nichts mit dabei. Machen wir direkt weiter mit der zweiten Reihe. Ey, da haben wir eine Palme. Aber von der Palme brauchen wir leider auch 3 Stück. Und dann gewinnen wir, glaube ich, irgendwie einen Urlaub oder sowas. Im Wert von 100.000 Kronen, also so knapp 4.000 Euro. Haben wir hier noch was dabei? Nein. Die letzte Reihe, eine 4, eine 2, eine 41, eine 37 und noch eine Palme. Ach, leider sind es nicht 3 Palmen. Wie schade aber auch. Okay,
Das ist eine Niete. Das bedeutet, wir machen weiter mit dem nächsten Los. Das nächste Los ist hier auch ein 50 Kronen Los, ein Cash Los. Hier kann man, glaube ich, bis zu 2 Millionen Kronen gewinnen. Ansonsten haben wir hier auch noch ein Bonusspiel. Ich würde mal sagen, ich rubbel hier erstmal das Bonusspiel auf. Da haben wir, haben wir jetzt echt 100 Kronen gewonnen? Einfach so ein Bonusspiel? Ich glaube schon, oder? Einfach so. Das ist nicht übel. Ich muss mir das gleich hier unten nochmal übersetzen und durchlesen. Ansonsten sind das hier, glaube ich, unsere Gewinnerzahlen. 30, 14 und 13. Alles klar. Wir haben hier insgesamt 16 Felder zum Aufrummeln. Da würde ich mal sagen, lege ich los. Wir haben hier die 49, die 31. Falls ich wieder irgendwas übersehen sollte, Freunde, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Kann schon vorkommen. Ich meine, ich muss hier die ganze Zeit reden und so. Bin ich zu 100% konzentriert bei der Sache. Aber so wie es aussieht, ist da auf jeden Fall erstmal kein Gewinn mit dabei. Aber vielleicht wird das ja noch was. 46, 16. Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. 40, 39, 12. Oh, ey, es ist ein Dollarzeichen. Was bedeutet das Dollarzeichen? Keine Ahnung. Ich muss mir das jetzt erstmal durchlesen, was das Dollarzeichen bedeutet. Ah, den Bonus gewinnt man erst, wenn man das Dollarzeichen hat. Ja gut, 100 Kronen, Alter. Das ist ein guter... Das ist okay. Weiter geht's mit den letzten 50 Kronen losen. Ja, das ist so wie das deutsche Magic Pearl, würde ich mal sagen. Wir haben hier einfach drei Gewinnzahlen und unten ein paar Felder, die wir freirubbeln müssen. Und wenn wir diese Perle bekommen, ja, ich glaube, dann haben wir den darunter stehenden Betrag gewonnen. Ich bin gespannt, ob das was wird. 40, 34, 46 sind unsere Gewinnzahlen. Erste Reihe sieht auf jeden Fall schlecht aus. Da ist nichts mit dabei. Die zweite Reihe sieht auf jeden Fall auch schlecht aus. Da ist nämlich auch nichts mit dabei. Und die dritte Reihe, wird das noch ein Gewinnerlos oder nicht? Nein, es ist eine Niete. Ich würde sagen, ich lege das auf die Seite. Wir rubbeln hier direkt das nächste frei. Oh, die lassen sich wirklich sehr, sehr schön und angenehm aufrubbeln. 10, 35, 22. Mal gucken, ob hier was mit dabei sein wird. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Gewinn nochmal freuen. Aber bisher lief es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier nicht den Übergewinn gehabt, aber wir haben einfach ein paar Gewinne gehabt. Und ich glaube, so fett im Minus sind wir aktuell gar nicht. Das ist auch eine Niete. Das ist leider auch eine Niete. Das letzte Perlenlos, 43, 46, 34. Ich rubbel das Ding auf. In der ersten Reihe haben wir eine 46. Wow, geil, Alter. Das sind schon mal 50 Kronen. Jawohl, da haben wir den Einsatz von dem Los schon mal wieder drin. Weiter geht es unten. 27, 3, 26, 32, 18. Das ist nichts. Und ganz unten haben wir hier... auch nichts. Naja, immerhin 50 Kronen ist besser als gar nichts. So sehen hier die ersten 100 Kronen lose aus. Ist auch sowas wie Magic Pearl, würde ich jetzt sagen. 100 Kronen sind knapp 4 Euro. Hier haben wir sogar noch ein Bonusspiel, das werde ich euch gleich erklären. Aber erstmal fangen wir hier an, unsere Gewinnerzahlen frei zu rubbeln. Alter, wir haben jetzt einfach 5 Zahlen, ey. Da muss ich ja noch mehr drauf achten, ob ich die richtigen Zahlen unten habe. Das ist schon etwas komplizierter. 6, 25, 17, 4, 38. Let's go. Wir haben die 8, wir haben die 12. Wir haben hier die 11. Okay, alles klar. 49, 35. In der ersten Reihe ist schon mal nichts dabei. Mal gucken, was die zweite Reihe uns anzubieten hat. Und in der zweiten Reihe haben wir leider auch keine übereinstimmende Gewinnerzahl. Die dritte Reihe und die dritte Reihe ist auch die vorletzte Reihe. Wie sieht es da aus? Da haben wir auch keine übereinstimmende Gewinnerzahl. Das bedeutet, wir haben nur 5 Felder, die wir freirubbeln müssen. Und wie sieht das aus? Es sieht überhaupt nicht gut aus. Das bedeutet, bisher ist das eine Niete. Aber wenn wir jetzt hier unten so eine Muschel finden, gewinnen wir den darunter stehenden Betrag. Und wow, wir haben eine Muschel, Freunde. Ich rubbel es noch nicht auf, ich mache es mal weiter. Wir haben noch eine Krabbe. Für eine Krabbe gibt es leider gar nichts. Dann haben wir hier noch ein Seepferdchen, einen Seestern und einen Fisch. Ich denke mal, das werden hier 100 Kronen sein. Und jawohl, wir haben hier 100 Kronen. Das bedeutet, dieses Los war keine Niete und wir haben den Einsatz wieder raus. Ey, habe ich nur 2 davon? Ich hätte schwören können, dass ich gerade eben 3 hatte. Oh Gott, ich bin heute so verwirrt. Okay, rubbeln wir hier unsere nächsten Gewinnerzahlen auf. Wir haben hier die 24 und den Rest könnt ihr da ja erkennen.
Bin mal gespannt, ob wir hier was mit dabei haben werden. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen. Es würde mich erfreuen. Aber wie es aussieht, sieht es aktuell nicht ganz so gut aus. Zweite Reihe ist auch nichts mit dabei, falls ich mich nicht verguckt habe. Die dritte Reihe sieht auch nicht so gut aus. Nee. Und die vierte Reihe 22, 31, 30, 6 und 19. Nee, das sieht überhaupt nicht gut aus. Da bleibt uns nur noch das Bonusspiel übrig. Wir haben da auf jeden Fall bisher keine Muschel. Alter, was hier alles für Symbole gibt, ey. Einfach ganz andere Symbole als beim ersten Los. Ja, das sieht mir stark nach einer Niete aus. Komm, machen wir direkt weiter mit den nächsten 100 Kronen losen. Das ist hier wieder der Fisch. Also so kreativ waren die hier nicht. Aber wow, die waren doch kreativ. Was ist das denn für ein fettes Bonusspiel hier? Zwei Bonusspiele, Alter. Die muss ich mir gleich erstmal genauer anschauen. Aber erstmal würde ich sagen, rubbeln wir hier unsere Gewinnerzahlen auf. Hier kann man übrigens bis zu 4 Millionen Kronen gewinnen. Ich glaube, das müssten so ungefähr 160.000 Euro sein. Das ist auf jeden Fall heftig. Haben wir hier irgendeine der Gewinnerzahlen mit dabei? Oh, schaut euch mal an, wie schnell ich rubbel. Ey, ich bin wieder richtig in Fahrt gekommen jetzt im Laufe des Videos. Also am Anfang fiel es mir ziemlich schwer, aber jetzt schaut euch das an, ey. Ich gehe ab wie eine Uzi. Bam! Und ich muss jetzt erstmal gucken, ob hier irgendwas mit dabei ist. Bei den Symbolen ist es wieder so, dass wir drei Palmen brauchen oder drei Autos, wie bei dem Los zuvor. Ansonsten ist irgendeine Gewinnerzahl mit dabei. Boah, ich finde, das ist immer so unübersichtlich, aber wie es aussieht, nicht. Da unten brauchen wir einen Seestern. Einen Seestern haben wir auch nicht. Und was brauchen wir da? Da brauchen wir ein Seepferdchen oder was? Und dann mal gucken, ob da ein Seepferdchen mit dabei ist. Drei Symbole haben wir da auch, aber ein Seepferdchen ist tatsächlicherweise nicht dabei. Ja, wer hätte das gedacht? Okay, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Los, Freunde. Oh, ich habe so das Gefühl, dass die tschechischen Rubbellose hier viel mehr Müll machen. Dass da viel mehr abgerubbelt wird. Aber diese Lose hier, die lassen sich auch wirklich sehr schön aufrubbeln. Das gefällt mir. Wie sieht es aus in der ersten Reihe? Sehr schlecht. Da ist keine passende Zahl mit dabei. Die zweite Reihe sieht hier leider auch sehr schlecht aus. Auch keine passende Zahl mit dabei. Und die dritte Reihe, wir haben schon wieder ein Auto, aber keine passende Zahl. Oh nein, ich brauche noch einen Gewinn. Ich will noch einen Gewinn haben. Haben wir einen Seestern hier? Nein, wir haben keinen Seestern. Haben wir ein Seepferdchen hier? Oh, wir haben kein Seepferdchen. Das bedeutet, das hier ist auch eine Niete, falls ich mich nicht verguckt habe. Zwei von den Losen haben wir noch. Ich rubbel die Gewinnerzahlen frei und mal gucken, ob da was mit dabei sein wird. Oh, nee, doch nicht. Ich habe mich verguckt. Schon wieder eine Palme. Noch eine Palme. Oh, wenn wir jetzt noch eine Palme hätten, dann wäre das auf jeden Fall ein schöner Urlaub. Glaube ich jedenfalls, wenn ich das richtig übersetzt habe. Aber es ist keine zweite Palme mit dabei. Wie es aussieht, haben wir hier auch keinen Gewinn. Grubbeln wir hier das Bonusfeld frei. Gibt es uns einen Seestern? Nein, es gibt uns keinen Seestern. Gibt es uns hier ein Seepferdchen? Und nein, leider gibt es uns kein Seepferdchen. Wirklich sehr, sehr schade. Okay, letzte Chance bei dem Fischlos. 18, 20, 23 sind unsere Gewinnerzahlen. Ich rubbel das Ding frei. Alter, wir haben einen Fisch. Das bedeutet, wir haben den darunter stehenden Betrag gewonnen. Das sind schon mal 100 Kronen. Das ist besser als nichts. Geil, Mann, ey. Weiter geht's hier mit der zweiten Reihe. Haben wir da was mit dabei? Nein, wir haben da nichts dabei, wie es aussieht. Dritte Reihe. Ach, schon wieder diese Palme und das Auto. Und da haben wir auch nichts mit dabei. Okay, die Bonusspiele. Kein Seestern. Haben wir ein Seepferdchen? Oh, ich hätte gerne ein Seepferdchen, aber nein, haben wir leider auch nicht. Das nächste 100 Kronen los ist hier wieder dieser Smiley. Und Freunde, ich muss euch sagen, irgendwie machen mir diese Lose hier richtig Spaß. Wir haben hier drei verschiedene Spiele drauf. Das erste Spiel ist wieder ein Smiley in seinen Ohren zu finden. Da haben wir auf jeden Fall... Oh, wir haben ein Smiley! Wir haben ein Smiley, Freunde! Das bedeutet, wir gewinnen den... Oh, wow! Wow, Freunde! Alter, laber doch nicht. Geil, Mann. Ey, das sind 40 Euro. 1000 Kronen sind so knapp 40 Euro. Das ist gut, Freunde. Das ist verdammt gut. Alter, geil, Mann. Ich glaube, das ist schon ein seltener Gewinn. Wow. Wow, wow, wow. Heftig.
Okay, weiter geht's hier mit Spiel Nummer 2. Da müssen wir auch ein Smiley finden und dann haben wir den darunter stehenden Betrag gewonnen. In der ersten Reihe haben wir kein Smiley und in der zweiten Reihe haben wir, wie es aussieht, ein Smiley. Nochmal 100 Kronen. Nicht übel. Und hier beim dritten Spiel müssen wir das linke und rechte Ohr wieder freirubbeln. Und wenn wir da denselben Betrag stehen haben, dann haben wir gewonnen. Oder dieselbe Zahl. Wir haben hier 6 und 1. Dann haben wir hier die 4 und die 10. Die 11 und die 29. Die 27 und die 19. Naja, nichtsdestotrotz 1100 Kronen. Alter! Das ist nicht übel, das ist wirklich ein richtig guter Gewinn. Da kann man sich schon mal drüber freuen. Rubbeln wir hier das nächste Los auf. Wir haben hier auf dem linken Ohr kein Smiley und auf dem rechten Ohr auch keinen Smiley. Okay, alles klar. Mal gucken, wie es da unten aussehen wird. Ob wir da ein Smiley mit dabei haben werden. Nein, das sieht nicht gut aus. In der zweiten Reihe sieht es leider auch nicht gut aus. Jetzt können wir hier unten noch die gleichen Zahlen auf beiden Ohren finden. Wir haben hier die 8 und die 4. Dann haben wir hier die 35 und die 11. Und hier haben wir die 1 und die 3. Okay, das bedeutet, das ist eine Niete. Das hier ist das vorletzte 100 Kronen los. Es ist ein super Rentner los. Ja, und wenn wir hier dreimal das R finden, bekommen wir sogar 100.000 Kronen pro Monat für 5 Jahre. Alter, das wären 4.000 Euro. Und ansonsten haben wir hier ganz normal unsere 5 Gewinnzahlen. Die rubbel ich mal ganz schnell frei. 13, 33, 19, 39 und 26. Boah, das ist schon kompliziert, ey. Da kann schon passieren, dass ich etwas übersehe. 3, 11, 44, 47, 15. Kein R mit dabei. Nee, das sieht das sieht noch gar nicht nach Rente aus. 40, 16, 37, 42, ein R für Rente. Alter, das wäre so krass, wenn jetzt einfach noch 2 weitere kommen würden. Aber es ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. 9, 48, 28, 4, 23. Okay, da ist auch nichts mit dabei. Vorletzte Reihe, 46, 36, 2, 41, 14. Ja, Leute, auch nichts mit dabei. Und letzte Reihe, 31. Wow, noch ein R, Freunde. Geil, Mann. 31, 3, nee, 5 meine ich. 1, oh Mann, wieso ist es keine 3? 3 wären Gewinn gewesen. Und 25. Okay, es sieht mir ganz stark nach einer Niete aus. 100 Kronen los haben wir noch. Das ist wieder so ein Cash-Los. Hatte ich das vorhin nicht? Nicht auch? Ne, ich glaube, das waren 50 Kronen nur. Naja, rubbeln wir hier unsere Gewinnzahlen auf. Wir haben hier die 30, 27, 43 und die 9. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier was mit dabei sein wird. Wir haben hier einmal die 6, die 49, die 8, 19. In der ersten Reihe sieht es nicht gut aus. 38, 7, 4, 18. Das sieht auch nicht gut aus. 34, ist es eine 4? Ja, das ist eine 4. 34, 41, 11, 26. Das sieht auch nicht, auch nicht gut aus. In der nächsten Reihe sieht es auch leider nicht gut aus. Und ansonsten, ja Freunde, das sieht mir ganz stark nach einer Niete aus. Okay, alles klar. 3 Lose habe ich noch übrig. Ich muss hier aber erstmal den Mist wegmachen. Und zwar habe ich hier diese richtig dicken Osterlose. Alter, schaut euch das mal an, ey. Das ist fast ein DIN A4 Blatt. Bis zu 2 Millionen Kronen kann man gewinnen. Knapp 80.000 Euro. Das ist auf jeden Fall nicht übel. Und wir müssen hier ein Ei finden. Ein Ei in einem Ei sind sehr viele Felder zum Aufrubbeln. Jo, ich beginne einfach mal. Und wir haben hier auf jeden Fall einen Osterhasen. Geld. Boah, was hier für Symbole dabei sind. Ein Küken, eine Truhe, noch eine Truhe, eine Sonne. Schon wieder ein Hasen, noch eine Sonne. Wo sind die Eier, Freunde? Die Eier sind zwar in meiner Hose, aber diese Eier brauche ich in diesem Moment nicht, sondern ich brauche ein Ei in dem Los, um was zu gewinnen. Oh, da ist ein Geldbatzen, aber der bringt uns auch nicht weiter. Aber ich finde das Los, das ist auch eigentlich echt cool gemacht. Haben die sich richtig gut einfallen lassen. Macht auf jeden Fall Spaß, das frei zu rubbeln. Jo, das ist auf jeden Fall eine Niete.
150 Kronen sind übrigens so knapp 6 Euro. Wow, wir haben ein Ei. Wir haben ein Ei, Freunde. Soll ich es jetzt aufrubbeln oder soll ich jetzt noch weiter rubbeln? Ah, komm, ich halte die Spannung noch ein bisschen aufrecht und rubbel noch weiter. Vielleicht finden wir noch ein Ei in diesem Los. Bisher sieht es nicht danach aus. Oh, wisst ihr, was mein Vater früher mal gesagt hat? War zuerst das Ei da oder das Huhn? Das hat er mich immer gefragt und ich hatte keine Antwort parat. Haben wir noch ein Ei? So wie es aussieht, haben wir kein Ei mehr. Also ich schätze mal, dass da 150 Kronen stehen. Ich rubbel es frei und wow, 300 Kronen. Alter, geil, Mann, das ist nicht übel. Das ist überhaupt nicht übel. Also heute läuft es erstaunlicherweise verhältnismäßig gut. Also es könnte ruhig noch besser laufen. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir im Plus rausgehen werden. Vielleicht sind wir plus minus null. Kommt drauf an, was dieses Los uns hier noch zu bieten hat. Oh, bisher kein Ei. Alter, so langsam tut mein Handgelenk weh. Aber zum Glück ist das hier das letzte Los für heute. Oh, kein Ei. 5 Eier sind noch übrig. Alter, sind das 20 Felder insgesamt oder was? Nicht übel. Da muss man Ausdauer mitbringen. Und wir haben kein Ei. Okay, alles klar, Freunde. Ich zähle einmal schnell zusammen. Falls ich mich nicht verzählt habe, habe ich insgesamt 1990 Kronen gewonnen. Falls ihr euch nicht erinnern könnt, am Anfang habe ich gesagt, 2010 Kronen habe ich ausgegeben. Das bedeutet, es ist nur ein Minus von 20 Kronen. Das ist nicht mal ein Euro. Das ist vollkommen verkraftbar. Das war ein richtig guter Tag. Ich sag's euch, irgendwann werde ich einen fetten Gewinn absahen. So lange werde ich weiter rubbeln, falls ihr mich dabei verfolgen möchtet. Abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke. Ihr könnt jetzt noch zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.